Hallo und herzlich willkommen zu hier diesem neuen Video. Heute möchte ich einfach mal kurz, ja, ich sag mal so mein Standard-Reise-Equipment vorstellen. Also alles, was ich so standardmäßig mit dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Also bleib auf jeden Fall dran und viel Spaß. Bevor ich auf meine Fotoausrüstung selbst eingehen möchte, möchte ich als erstes mal auf hier diesen Fotorucksack eingehen, denn den besitze ich jetzt ja schon eine ganze Weile, habe den schon auf einigen Reisen mit dabei gehabt, in New York, in Schottland und den auch schon einige Kilometer mit mir rumgetragen und möchte jetzt einfach mal so ja ein bisschen kurz meine Erfahrung mit hier diesem Rucksack schildern. Denn der sieht, finde ich, als erstes einmal, ja, ich sag mal, relativ ansehnlich aus, finde ich. Jetzt nicht so typisch Fotorucksackmäßig, sondern wie ein relativ normaler Rucksack oder wie so ein Schulranzen irgendwie. Und das, finde ich, sieht aber auch relativ gut aus. Und vor allem, was eigentlich auch praktisch ist, wenn man unterwegs ist, will man vielleicht auch nicht unbedingt, dass jeder sieht, dass man eine riesige Fotoausrüstung oder sowas dabei hat. Da, finde ich, ist es eigentlich ein bisschen schöner und unauffälliger und sicherer vor allem auch, wenn man einen Rucksack hat, der, ich sag mal, relativ normal aussieht und Diebe oder sowas jetzt nicht direkt davon angelockt werden. Aber auch so muss ich sagen, bin ich relativ begeistert von dem Rucksack, einfach weil der allen Anforderungen so, die ich gesucht habe, als ich einen Rucksack gesucht habe, ja, entspricht. Denn zum einen hat man dann natürlich, ja, wie sollte es anders sein, ein Fach für seine Fotoausrüstung drin. Also hier unten kann man sein ganzes Fotoequipment reintun und du siehst schon, das ist jetzt relativ leer, was einfach daran liegt, dass ich fast meine gesamte Fotoausrüstung oder so meine Hauptfotoausrüstung, die ich dabei habe, gerade zum Filmen benutze. Werde ich gleich aber nochmal genauer drauf eingehen. Aber hier würde ansonsten, ja, ist auf jeden Fall, wie man sieht, genug Platz drin, um da möglichst viel Fotoausrüstung mitzunehmen. Also bei mir ist da noch sehr viel Platz frei auch, weil ich nicht ja, kiloweise Gepäck mit mir rumschleppen möchte, weil ich, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall schon, finde ich, mehr als genug Platz drinne. Aber was halt das Besondere an hier diesem Fotorucksack ist, dass man jetzt hier nicht nur ein Fotofach hat hier hinten, sondern man hat da auch ein normales Fach, was sich hier oben befindet. Also man kann das ganz normal aufmachen wie einen normalen Rucksack und hat dann hier einfach noch oben ein Fach, wo man allerlei Zeug reinmachen kann, ja, wie man möchte, also irgendwie essen, trinken oder was man sonst noch so dabei hat, wenn man unterwegs ist, kann man also hier oben noch unterbringen. Hier oben befindet sich außerdem noch ein Laptop-Fach. Das war auch so eine Anforderung, die ich an meinen Rucksack hatte, dass ich meinen Laptop da drin sicher unterbringen kann, weil den habe ich auch immer dabei, damit ich meine Fotos direkt auf den Computer ziehen kann und direkt da auch vielleicht ein paar Bilder bearbeiten kann. Das heißt, hier passt auf jeden Fall mein 15 Zoll MacBook rein. Und ich glaube, ja, bis 15 Zoll ist das, glaube ich, ausgelegt, dass dann Laptops hier reinpassen. Also ich sag mal, ja, die meisten Laptops sollten also ohne Probleme hier reinpassen. Und die sind auch wirklich gut geschützt hier drin. Also da habe ich jetzt keine Angst um meinen Laptop oder sowas, weil das ist hier wirklich super drin gepolstert und dass da eigentlich nichts mit passieren kann. Ja, hier an der Seite hat man außerdem noch so eine so einen kleinen Verschluss, wo man sehr schnell an den Rucksack dran kann, wenn man nicht die ganzen Sachen hier aufmachen möchte. Wenn man das Ganze also zugeschnallt hat, hier befindet sich auch noch ja, so ein Schnellverschluss, wo man das Ganze wie so einen Sack zuziehen kann und dann kann man das Ganze so hier zumachen, ganz normal zuschnallen. Und wenn man dann aber schnell was rausholen möchte, was zu trinken oder sowas, gibt es hier noch so ein Schnellfach, wo man dann einfach mal schnell reingreifen kann, um irgendwas rauszuholen. Ja, kann man jetzt gut und schlecht finden. Gut ist natürlich, dass man schnell an Sachen rankommt. Schlecht ist vielleicht eher, dass jetzt auch Diebe natürlich relativ schnell dann mal da reinpacken können. Das heißt, Portemonnaie oder Handy oder sowas würde ich da jetzt nicht unbedingt reinmachen. Aber für so Essen und Trinken ist das, finde ich, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, hier befindet sich noch ein weiteres Fach, wo man dann an das Kamerazeug rankommt. Also hier kann man einfach aufmachen und dann ja, seine Kamera zum Beispiel rausnehmen. Die habe ich hier dann immer so drin. Das heißt, man muss dann nicht den gesamten Rucksack abnehmen, um hier hinten das Fach aufzumachen, um an sein Zeug ranzukommen oder an seine Kamera zu kommen, sondern man kann einfach hier das seitliche Fach aufmachen und kommt dann einfach hier direkt an seine Kamera dran, ohne den Rucksack absetzen zu müssen. Aber kann man hier jetzt natürlich auch wieder schlecht finden, dass jetzt auch Diebe natürlich da vielleicht relativ gut rankommen. Wobei ich denke, eigentlich bekommt man das mit, wenn hier jemand versucht, hier diesen Reißverschluss aufzumachen und hier an die Kamera ranzukommen. Und das Gute ist halt wenigstens schon mal, dass das ganze andere Kamera-Equipment, also irgendwie Objektive und sonstiges, was man noch dabei hat, wirklich nur hier hinten rausgeholt werden kann. Da kommt man hier so ohne weiteres eigentlich nicht dran. Ja, hier vorne befindet sich außerdem noch ein weiterer Reißverschluss, wo man so Kleinzeug reinmachen kann, irgendwie Papier, Stifte oder irgendwelche Unterlagen. Hier habe ich, glaube ich, noch ja, Flugtickets drin, also so Zeug, was man auch immer dabei hat. Und da kommt man eigentlich auch nicht ohne weiteres dran. Also so Flugtickets oder sowas habe ich jetzt hier eigentlich auch keine Sorge, dass da jemand drankommen könnte, weil das hier über Reißverschluss geschützt ist und dann nochmal mit der Hauptklappe hier über den Schnellverschluss. Das heißt, da kommt man auch nicht so ohne weiteres dran.
Hier oben in der Lasche selbst, da befindet sich übrigens auch nochmal ein Fach. Es gibt also auch noch einen Reißverschluss, wo man auch noch Sachen unterbringen kann. Hier habe ich jetzt zum Beispiel so Desinfektionstücher und auch noch ein paar Unterlagen. Ja, habe ich auch irgendwie unwichtiges Zeug drin, was man vielleicht hin und wieder schon mal braucht, was jetzt nicht so groß ist. Ist natürlich jetzt auch kein sicheres Fach. Also hier kommt man, glaube ich, am schnellsten dran. Da würde ich auf keinen Fall irgendwie wertvolle Sachen unterbringen. Aber auch für viel so Kleinzeug, was man dabei hat, ist auch hier gut drin untergebracht. Und was, finde ich, auch bei dem Rucksack allgemein gut ist, dafür, dass der jetzt auch nicht der teuerste ist. Also ich verlinke natürlich alles, was ich jetzt hier vorstelle, unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze direkt angucken. Also das ist jetzt nicht der teuerste Rucksack, sondern ich sag mal so ein Standardrucksack. Ich glaube, um die 60 Euro oder was hat der gekostet bei Amazon. Und dafür wirkt der trotzdem hochwertig verarbeitet. Also da habe ich eigentlich eher weniger erwartet. Die Reißverschlüsse funktionieren alle super, ohne dass da irgendwas hakt oder sowas. Und auch insgesamt wirkt der einfach sehr hochwertig. Hier hinten die Polsterung, die ist sehr feste, aber trotzdem weich. Vor allem dafür, dass der jetzt gar nicht so bequem aussieht, finde ich. Für weitere Wanderungen, sage ich mal, ist der doch sehr bequem, sitzt dadurch, dass der so feste überall gebaut ist und sehr gut gepolstert, sitzt der, finde ich, sehr gut am Rücken und man kann da jetzt auch ohne Probleme mehrere Kilometer mitlaufen. Also ich habe den wirklich, als ich in New York war, bin ich wirklich sehr, sehr viel gelaufen, jeden Tag ungefähr für eine Woche, als ich da war, ja, um die 10 Kilometer am Tag, habe den wirklich ja immer aufgehabt, den Rucksack mit meiner Fotoausrüstung und was ich sonst den Tag über mitgenommen habe, habe den wirklich immer aufgehabt und hatte da jetzt keine größeren Probleme mit, fand den jetzt nicht unbequem oder dass man jetzt mega geschwitzt hätte am Rücken oder sowas. Also finde ich, ist wirklich super hier mit diesem Rucksack. Auf der anderen Seite haben wir außerdem noch hier eine Getränkehalterung. Ist natürlich auch immer praktisch. Und hier außerdem noch eine Stativhalterung. Da gibt es also hier oben so eine Klemme, wo man das Stativ dann dran festschnüren kann. Und hier unten, das befindet sich eigentlich hier im Boden des Rucksacks drin versteckt. Wenn man das Stativ jetzt nicht mit hat, kann man das einfach hier unten drin verstauen, dann hat man diese Halterung nicht. Oder kann die einfach dann hier per Klettverschluss rausholen, hier runter baumeln lassen, hier das Stativ reinstecken und dann halt hier oben festschnallen. Hier diese Stativhalterung, die ist jetzt, finde ich, nicht die allerbeste. Ich finde, sie ist okay, man kann das mal benutzen, wenn ich jetzt mein Stativ immer mitnehmen wollte. Also wenn ich zum Beispiel, wo ich jetzt in New York war, da habe ich mein Stativ dann wirklich nur mitgenommen, wenn ich wusste, ich will jetzt hier vielleicht den Sonnenuntergang mal fotografieren oder sowas, dann nehme ich die mit. Aber wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, nehme ich eigentlich mein Stativ nicht mit, sondern fotografiere dann aus der Hand. Dann würde ich hier diese Halterung jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, denn ja, das baumelt dann hier so unten runter. Bei mir war es dann auch schon mal so, dass das immer wieder man dagegen stößt dann. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder ob das allgemein ein Problem ist, kann ich mir aber schon vorstellen, weil das einfach noch hier so runter baumelt. Und ja, auch hier das oben hält nicht so richtig fest, hier dieser Schnellverschluss, der lockert sich dann leicht, sodass das Stativ wieder rumbaumelt. Kann man natürlich wahrscheinlich irgendwie schnell lösen durch ein Gummi oder sowas. Aber es finde ich trotzdem jetzt nicht so optimal. Also wenn ihr euer Stativ immer mitnehmen wollt mit eurem Rucksack, dann würde ich hier diesen Rucksack nicht unbedingt empfehlen. Okay, aber was befindet sich eigentlich so normalerweise in meinem Rucksack? Das meiste kann ich jetzt gar nicht zeigen, weil ich damit halt gerade am Film bin. Aber natürlich befindet sich da drin meine Hauptkamera, nämlich meine Sony Alpha 6000, die ich jetzt schon ja wirklich lange benutze. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich hier oben auch einfach mal. Bin ich immer noch super zufrieden mit und das Gute ist, die kostet halt mittlerweile auch wirklich nicht mehr besonders viel. Ich habe nochmal geguckt, so um die 400 Euro kostet die, glaube ich, zurzeit. Verlinke ich natürlich auch unten mal. Aber das Schöne an dieser Sony Alpha 6000 oder allgemein an der Alpha-Serie von Sony ist einfach, dass die super leicht ist, aber trotzdem einfach eigentlich alle Features, die man so braucht, drin hat, eine super Bildqualität hat, einen guten Bildsensor hat und wie gesagt, die kostet halt mittlerweile auch nicht mehr so viel. Wie gesagt, wenn dich das Ganze genauer interessiert, schau dir das Video einfach mal an, was ich hier verlinke. Und was anderes, was ich auch immer mit dabei habe, ist mein, ja, ich sag mal wirklich Standardobjektiv, mit dem ich gerade auch am Filmen bin, wo ich auch super zufrieden mit bin, nämlich das Sony 18-135. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, das verlinke ich dir auch hier oben einfach mal, wenn dich das Ganze genauer interessiert. Und damit hat man wirklich schon eine riesen Bandbreite abgedeckt, was man mit diesem Stativ, mit diesem Objektiv machen kann, einfach weil man eine riesige Brennweite hat. Man kann damit also sowohl weitwinklig fotografieren, bis zu 18 mm, aber auch wirklich nah ranzoomen, bis zu 135 mm, dass man schon so im leichten Telebereich wirklich ist. Ist also wirklich super flexibel damit und ist eigentlich wirklich so mein immer drauf Objektiv, wenn ich in Städten unterwegs bin und so, möchte da einfach schnell mit der Kamera Fotos machen. Da ist das einfach wirklich meine Kombi, die ich eigentlich so meistens habe, die Sony Alpha 6000 mit dem 18-135er Objektiv. Dadurch habe ich dann wirklich auch schon das meiste abgedeckt an Objektiven, an Brennweiten und so weiter. Das heißt, ich habe dann nur noch ein weiteres Objektiv dabei, nämlich das
Sigma 30 mm ist das, glaube ich. Genau, das ist also eine Festbrennweite. Die einzige Festbrennweite, die ich dann dabei habe. Ich bin also jetzt nicht so der Riesenfan von Festbrennweiten, wie ja viele sind. Klar ist natürlich immer eine bessere Bildqualität, Bildschärfe meistens ein bisschen besser. Aber hier mit diesem Sony 18-135 bin ich, wie gesagt, auch super zufrieden. Da ist die Bildqualität richtig gut, auch vor allem dafür, dass man so einen großen Brennweitenbereich hat. Und hier, das ist halt, wie gesagt, dann das einzige Objektiv, was ich noch mit dabei habe. Einfach deswegen, weil das halt eine bessere Lowlight-Performance hat. Also dadurch, dass man hier natürlich den weiten Brennweitenbereich hat, den Zoom mit drin hat, ist das natürlich jetzt für schlechte Lichtverhältnisse nicht das beste Objektiv. Da ist dann eine Festbrennweite natürlich deutlich besser, wo ich einfach eine viel größere Blende benutzen kann. Das ist jetzt hier bei diesem Objektiv jetzt auch nicht mal atemberaubend. Also ich glaube 2,8 ist das genau. 2,8 ist die maximale Offenblende. Aber es ist eigentlich auch schon super für Lowlight-Fotografie. Vor allem auch in Verbindung mit der Sony Alpha 6000. Also das benutze ich dann abends oder wenn es dunkler wird meistens, weil man damit dann einfach noch ein bisschen mehr im Dunkeln fotografieren kann, ohne dass das Bild dann jetzt zu sehr verrauscht. Wobei ich aber auch sagen muss, dass auch das 18-135er auch bei schlechtem Licht in Verbindung mit der Sony Alpha 6000 auch schon super ist. Also wenn es schon ein bisschen dunkler gerade ist oder gerade dunkler wird, da fotografiere ich auch gerne noch weiter mit dem 18-135er. Ist eigentlich auch kein größeres Problem, auch in Verbindung mit Bildbearbeitung, wo man Rauschen nochmal so ein bisschen herausrechnen kann, geht das auch super. Also das sind die beiden einzigen Objektive, die ich dann meistens mit dabei habe. Als Stativ, da benutze ich das City Traveler XL von Rolli. Bin ich auch super zufrieden mit. Ist super leicht, ein Riesenvorteil und trotzdem kriegt man da eine ordentliche Größe raus aus diesem Stativ. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich es gerade auch jetzt im Film benutze, aber verlinke ich natürlich auch unten in der Beschreibung wieder. Da kannst du dir das Ganze einfach mal angucken. Das Einzige, was man daran bemängeln könnte oder was viele bemängeln, ist, dass die Schnellverschlüsse für die Stativbeine, dass die quasi in dem Stativ oder in den Beinen selbst drin sind. Das heißt, man dreht die Beine selbst, um das Ganze festzuklemmen und hat jetzt keine eigenen Verschlüsse da dran. Ich finde es nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich oft sogar praktisch, weil man dadurch einfach ganz schnell sein Stativ ein- und ausfahren kann, indem man einfach nur die gesamten Füße einmal nach links oder rechts dreht, um das Ganze los- oder festzustellen und muss nicht extra noch so kleine Hebelchen betätigen. Aber dadurch kann sich das Ganze eventuell vielleicht auch schon mal lockern oder sowas oder man hat das Ganze nicht 100% festgedreht. Ich hatte jetzt aber doch noch nie das Problem, dass dann irgendwie mein Foto kaputt gegangen ist oder sowas, weil auf einmal das Stativbein irgendwie locker geworden ist oder sowas. Aber ich kann auch verstehen, wenn das manche Leute stört oder sowas, weil man das wirklich bombenfest oder sowas haben möchte. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch super zufrieden mit hier diesem Stativ. Ja, ansonsten habe ich dann noch so ein bisschen Kleinkram dabei. Kann ich auch mal noch kurz zeigen. Auch jetzt nichts Spektakuläres. Also zum Beispiel Filter habe ich jetzt gar nicht so viele mit dabei. Habe ich ja auch schon mal kurz in einem Video vorgestellt. Hier der Polfilter, finde ich, ist auch eine super hilfreiche Sache, um Spiegelungen rauszubekommen. Auch aus Fensterscheiben zum Beispiel, wenn man irgendwie auf einem Turm oder sowas in der Stadt ist und nur hinter einer Scheibe fotografieren kann, kann man hiermit versuchen, die Spiegelung rauszurechnen. Aber auch aus Wasser oder sowas kann man die Spiegelung rausrechnen. Also das ist eigentlich so mit der einzige Filter, den ich mit dabei habe, weil das eigentlich so mit das Einzige ist, was man nicht irgendwie in der Nachbearbeitung oder sowas lösen kann im Vergleich zu vielen anderen Filtern, was man auch irgendwie auf andere Weise irgendwie lösen kann, kann man Spiegelungen natürlich schlecht im Nachhinein noch korrigieren. Das heißt, ja, der Filter ist immer mit dabei. Dann natürlich hier Blasebalg, also einfach so ein Reinigungsset, war glaube ich einfach so ein Standardteil von Amazon, was man so für 10 Euro bekommt. Und Fernauslöser habe ich hier noch, ist auch irgendwie so ein Billigteil, sage ich mal. Auch kein Markenteil, sondern auch irgendwie so eins für 10 Euro, bin ich aber auch super zufrieden mit. Hat jetzt auch keine besonderen Funktionen, sondern einfach nur ein Auslöser, was man per Kabel dann an die Kamera anschließen kann. Erfüllt aber den Zweck ohne Probleme. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man halt wirklich ganz ruhige Aufnahmen machen möchte, ohne Verwacklung oder sowas. Und dann habe ich hier noch meine Handschlaufe, habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt, womit man das Ganze schnell an seinen Arm einfach befestigen kann, wenn man unterwegs ist und die Kamera nicht verlieren möchte oder so oder Angst hat, dass sie irgendwie runterfallen könnte. Also wie gesagt, ich möchte hier einfach sehr leicht unterwegs sein, habe da gar nicht riesige Sachen mit dabei, sondern das nimmt natürlich nicht viel Platz weg, es wiegt nicht viel. Das heißt, da kann man dann schnell seine Kamera dran machen. Ansonsten habe ich noch so eine Rucksackhalterung, wo ich dann meine Kamera hier schön vorne an den Rucksack dran klemmen kann. Das heißt, ich muss nicht immer nach hinten in den Rucksack greifen, um meine Kamera rauszuholen, sondern habe die immer direkt hier griffbereit. Habe ich auch schon mal in dem Video vorgestellt. Ist also auch, finde ich, eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, das war es jetzt aber auch schon mit den Sachen, die ich so standardmäßig mit dabei habe. Ich habe natürlich auch noch so ein paar andere Objektive und Sachen, aber das waren jetzt so die Sachen, die ich standardmäßig mit dabei habe, wenn ich nicht 1000 Kilogramm mit mir rumschleppen möchte, wenn ich in Städten unterwegs bin, viel auch laufen möchte. Und damit bin ich dann aber auf jeden Fall schon mal sehr flexibel.
Okay, ansonsten war es das jetzt aber auch mit hier diesem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Falls ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde mich jetzt natürlich auch interessieren, was ihr vielleicht noch empfehlen könnt, was ihr so immer mit dabei habt, wenn ihr unterwegs seid. Lasst mich das mal gerne unten in den Kommentaren wissen und abonniert natürlich auch sehr gerne hier diesen Kanal, um kein Video zum Thema Fotografieren und so weiter zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.